Ein ungewöhnlicher Abend, der Michaela da bevorsteht. Zum ersten Mal in ihrem Leben wird sie heute vor der Kamera stehen. Vor unserer, das ist klar, aber auch vor der Linse eines professionellen Fotografen aus Bautzen. Norman Peeth hat zum Model-Shooting eingeladen. Vorher muss das Styling sitzen. Und wenn es denn schon mal professionell zugehen soll am heutigen Abend, dann bitte schön von Anfang an. Die Verwandlung beginnt bei den Haaren. Die Michaela, die heute zu uns gekommen ist, hat ja ein Fotoshooting beim Norman gewonnen. Und da sind wir heute gefragt und machen die Haare, also das Haarstyling, das Make-up, dass sie letztendlich dann ein tolles Fotoshooting machen kann. Auch für Friseure ist es nicht alltäglich, die Kunden auf ein Model-Shooting vorzubereiten. Aber es ist eine Abwechslung und macht den Damen riesen Spaß. Im Moment steht Michaela die Entspannung ins Gesicht geschrieben. Zurücklehnen und genießen. Warum Profifotograf Norman Peeth nun ausgerechnet Friseurmeisterin Anja Koblitz für die Vorbereitung ausgewählt hat, kann für die junge Frau nur einen Grund haben. Wir arbeiten unser Handwerk mit Leidenschaft. Wir machen die Haarschnitte, die Farben in Perfektion, die ganze Kombination, dass alles ganz stimmig ist, dass die Kunden sich wohlfühlen, das Ambiente, dass die einfach vom Alltag abschalten können. Okay, abschalten ist dann auch unser Stichwort. Noch circa 2 Stunden Styling stehen Michaela bevor. Dann beginnt das Model-Shooting und die junge Dame hat keine Ahnung, was da wirklich auf sie zukommt. Vielleicht auch besser so. Wie sie später auf den Bildern wirken möchte, davon hat Michaela ganz klare Vorstellungen. Großes Vorbild, der Look von Sylvie van der Vaart. Styling nach einem Foto aus der Zeitung. Das kommt übrigens häufiger vor, versichert uns Friseurmeisterin Anja Koblitz. Also von der Sache ist es schon so, dass die Kunden mit einer Zeitung und einem Vorschlag kommen, aber sie verlassen sich auf unser fachliches Können, dass wir das empfehlen ihnen, eine Frisur, dass wir das umsetzen, so wie sie sich das vorstellen. Also im Prinzip, dass sie sich wohlfühlen, wenn sie wieder nach draußen gehen. Und passend zum Wohlfühlen gibt es dann auch das entsprechende Krabbelwasser. Frau bringt sich in Stimmung für den bevorstehenden Abend. Die Visagistin Inga muss jetzt einen wirklich guten Job machen. Von ihrer ruhigen Hand und Erfahrung ist jetzt abhängig, wie Michaela später auf den Bildern wirken wird. Schauen wir mal. Das, was dabei rauskommt, seht ihr jetzt. Jetzt ist es soweit. Wir wechseln die Location innerhalb von Bautzen und schauen Profifotograf Norman Peeth über die Schulter. Sein Studio hat er erst seit kurzem in Bautzen. Erfahrung hat er aber trotzdem reichlich. Die Kontur sehen. Und wenn wir jetzt zurückgehen, siehst du da die Streiflichter? Ja, sieht man normal. Wir haben schön die Reflexe in den Augen. Der Mann kommt aus Schwaben, hatte dort bereits mehrere Studios, fertigte Bilder für Magazine und Kunstausstellungen. Dann verschlug es Peeth nach Bautzen, der Liebe wegen. Ja, ich habe vor einigen Wochen hier mein Fotostudio eröffnet, fotastisch.de in Bautzen, und habe zur Eröffnungsfeier, einfach um irgendwie noch Anreiz zu geben, dass mehr Leute kommen, waren auch einige da, ein Fotoshooting verlost. Und die glückliche Gewinnerin ist heute da, frisch gestylt, ich habe sie schon gesehen. Und dann möchten wir jetzt hier der Gewinnerin ein tolles Fotoshooting abliefern, sozusagen, dass sie tolle Bilder von sich bekommt, für die Erinnerung für später mal. Den Mund immer ein bisschen aufmachen, also nicht wirklich lachen, sondern den Mund aufmachen, dann sieht man die Zähne ein bisschen, sieht einfach freundlicher aus. Und jetzt ist der Mann ganz in seinem Element. Für Michaela hingegen ist der Modeljob eher ungewohnt. Norman Peeth gibt klare Anweisungen. Die Vorstellung, wie Michaela auf den Bildern wirken soll, hat er bereits im Kopf. Millimeterarbeit vor der Linse. Ich möchte also jetzt im Moment beim nächsten oder beim ersten Setup die Augen stark betonen, also Richtung, ich sag mal, wie so ein Cover-Girl-Shooting, dass einfach die Augen
toll rauskommen, auch die so graublauen Augen, was er hat von der Augenfarbe. Und natürlich, dass die Haare schön kommen und die Haut einfach schön samtig wird. Und die Visa hat schon gute Vorarbeit geleistet, das habe ich mir schon angeschaut. Und die Restmakel, die sie vielleicht dann noch hätte, weiß es nicht, schauen wir mal, die reduziere ich dann einfach weg. Ich schaue es mir nochmal an kurz. Okay. Na gut, du glänzt etwas an der Stirn. Vielleicht kann unsere Lisa mal kurz nachtupfen. Lisa, kannst du mal bitte kommen und einmal kurz nachpudern. Während der Pinsel an Michaela arbeitet, nutzt Pet die Zeit, die ersten Bilder zu kontrollieren. Der Schwabe hat schon ein bewegtes Leben hinter sich. Also ich bin seit Jahreswende hier in Bautzen und komme aus der Gegend zwischen Ulm und Stuttgart, aus Heidenheim. Habe dort zwei Studios nacheinander gehabt, das ist jetzt das dritte Studio. Das erste hatte 70 Quadratmeter, das zweite 300 mit einem Kumpel zusammen noch. Und bin jetzt hier in Bautzen, weil vor starken 2 Jahren hatte ich eine Kundin aus Bautzen, die wirklich 500 Kilometer zu mir gefahren ist, weil ihr meine Bilder gefallen haben übers Internet. Haben wir uns auch ausgetauscht, dann kein persönliches Gespräch, sondern einfach per E-Mail und Telefon. Und sie ist dann zu mir gekommen, war dann auch übers Wochenende da und wir haben also ein tolles Shooting gehabt, sind richtig gute Bilder dabei entstanden und irgendwie hat es Klick gemacht und wir haben uns dann einfach zusammen seither und hatten ein Jahr eine Fernbeziehung und das ist halt auf Dauer bei 500 Kilometer jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende hin und her fahren auf Dauer etwas nervig und deswegen hatte ich dann jetzt zur Jahreswende meine Zelte in der alten Heimat abgebrochen, habe allerdings vorher schon Locations gesucht für ein mögliches Studio, habe hier die Räumlichkeiten auch schon gesichtet und habe jetzt einfach zugeschlagen und seit 4 bis 6 Wochen, ja ungefähr vor 6 Wochen, habe ich hier eröffnet und ja, es geht hier weiter. Okay, genau, Mund ein bisschen auf, super. Und jetzt mal ein schönes Lächeln, ein bisschen vorne im Kinn, genau. So, und jetzt nach unten gehen und jetzt so. So schnell kann es gehen im Leben. Was uns denn aber noch unter den Nägeln brennt, ist reine Einstellungssache. Fotos oder Bilder? Wo sieht sich Pet? Ich mache keine Fotos, weil Fotos sind für mich ein Abbild der momentanen Situation. Das heißt, Fotos mache ich auch im Urlaub oder irgendwo, wenn ich auf einer Party bin, bei der Cocktailparty oder Geburtstagsparty, mache ich auch Fotos, sage ich mal. Aber für mich ist sind es Bilder, die ich mache, weil Bilder wird viel mehr rein interpretiert, also optisch, genauso wie also von der Bildaussage. Deswegen ist für mich ein Bild eigentlich mehr wert wie ein Foto. Aber ich sage mal, der normale Mensch unterscheidet nicht zwischen Foto und Bild. Es ist auch im Prinzip, lege ich da auch nicht so einen hohen Wert drauf. Aber wenn man mich fragt, was machst du, dann sage ich, ich mache Bilder. Schließlich macht man sich ja auch ein Bild von jemand anderem. In den nächsten Tagen schicke ich dir mal ein paar Bilder. Kannst du die dann schön am Monitor in groß aussuchen. Und dann telefonieren wir nochmal. Norman Pet hat heute wieder mit Licht gemalt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, findet nicht nur Michaela.